Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir den BookTube Newbie Tag. In dem Tag geht es darum, einfach als neuer BookTuber mal ein paar Fragen zu beantworten, damit ihr mich einfach besser kennenlernt und halt auch wisst, was ich so gerne lese. Als erstes, ich weiß, mein Hintergrund ist irgendwie ein bisschen langweiliger als die letzten paar Male. Nicht, dass meine Bücherregale wirklich interessant sind, aber naja, immerhin besser als die weiße Wand, aber das hier ist einfach viel besser für mich zum Filmen, viel einfacher und deswegen wollte ich es jetzt nochmal so machen. Wenn euch das arg stört, dass der Hintergrund zu langweilig ist, dann lasst es mich wissen, dann ändere ich das wieder. Aber ja, so hatte ich erstmal vor, das weiter so zu machen. Die erste Frage ist, warum bist du BookTube beigetreten? Also, why did you join BookTube? Und für mich ist es einfach so, vielleicht habt ihr eins meiner ersten Videos gesehen, meine Reading Story, meine Lesegeschichte. Und zwar habe ich die letzten Jahre eigentlich nur Fanfiction gelesen und bin erst Ende letzten Jahres wirklich wieder so auf den Bücherzug aufgesprungen und das eigentlich auch nur, weil ich BookTube entdeckt habe. Und ja, ich war einfach total begeistert von der Community und ich lese sehr gerne natürlich, also auch schon vorher, aber jetzt halt wieder mehr Bücher. Und ich habe kaum jemanden, mit dem ich da wirklich drüber reden kann und deswegen habe ich mich einfach dazu entschlossen, Videos zu filmen, um neue Leute kennenzulernen, um über meine Leidenschaft reden zu können und halt auch Leute kennenzulernen, die auf dieselben Bücher stehen wie ich oder auch auf andere, aber auf jeden Fall, um halt darüber sprechen zu können. Die nächste Frage ist, warum liebst du das Lesen? Und die kann ich eigentlich nicht wirklich beantworten, weil ich euch da keinen wirklichen Grund sagen kann. Ich liebe das Lesen einfach. Schon immer. Und ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Dann die nächste Frage ist, welches Buch hat dich zum Lesen gebracht? Und auch das ist für mich ziemlich schwer zu beantworten, weil ich eigentlich schon immer sehr viel gelesen habe und nicht wirklich weiß, womit es angefangen hat. Ich habe mal so drüber nachgedacht, das sind zwei Bücher, die mir so in den Kopf gekommen sind. Einmal war das Die fließende Königin von Kai Meier. Die habe ich auch hier noch. Und Das Tintenherz von Cornelia Funke. Ich habe jetzt mal nachgeschaut auf Goodreads und Die fließende Königin ist rausgekommen 2001 und Das Tintenherz 2013, also wo ich 10 und 12 Jahre alt war ungefähr. Und das ist auch so ungefähr die Zeit, als Harry Potter bei mir angefangen hat. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon vor Harry Potter viel gelesen habe. Also sind es nicht diese Bücher, aber Die fließende Königin ist aber auf jeden Fall so das erste Buch, an das ich mich einfach so erinnere. Ich erinnere mich zwar nicht mehr wirklich, worum es da geht, aber ich erinnere mich halt, dass ich es gelesen habe und auch, dass es mir gefallen hat. Aber ja, deswegen habe ich gedacht, ich sage einfach das mal. Harry Potter zählt da jetzt für mich nicht dazu, weil ich Harry Potter anfangs nicht selber gelesen habe, sondern vorgelesen bekommen habe. Und zwar hat uns das damals meine Grundschullehrerin in der 4. Klasse angefangen vorzulesen. Und meine Mutter hat dann auch die ersten 3 Bücher uns vorgelesen, weil ich eben 3 kleinere Geschwister habe. Und ich konnte da zwar natürlich lesen und hätte die auch selber gelesen, aber meine kleinen Geschwister konnten halt noch nicht lesen. Und deswegen hat sie angefangen, die vorzulesen. Aber wie gesagt, ich war damals eh schon am Lesen, auch wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, was. Die nächste Frage ist, was ist dein Lieblingsbuch? Das ist für mich eigentlich gar keine schwere Frage. Das ist Harry Potter und der Orden des Phönix. Zumindest war es das immer. Ich denke, das wird sich jetzt vielleicht auch ein bisschen ändern, wo ich wieder mehr Bücher lese einfach und neue Sachen kennenlerne. Freue ich mich auch darauf, andere tolle Bücher zu entdecken. Aber bis jetzt war es auf jeden Fall immer Harry Potter und der Orden des Phönix. Und es wird auch immer auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsbücher bleiben. Komischerweise stehe ich eigentlich überhaupt nicht auf dieses ganze Teenager-Angst-Zeug. Also das ist ja so weinerisch ist und es ihm so schlecht geht, das mag ich eigentlich gar nicht und wie wahrscheinlich jeder andere würde ich auch eher Umbridge vernichten wollen als Voldemort, aber irgendwie ist es trotzdem mein Lieblingsbuch und ich kann euch gar nicht genau sagen, warum. Also abgesehen davon, dass es Harry Potter ist, aber es ist auch wirklich das Lieblingsbuch von mir in dieser Serie, obwohl es eigentlich sehr viele Sachen sind, die eigentlich gegen das Buch sprechen, aber es ist trotzdem mein Lieblingsbuch. Die nächste Frage ist, welche Genres liest du? Und hierzu auch, ich fange jetzt erst wieder an mit dem Lesen. Wie gesagt, bis vor kurzem nur Fanfiction. Aber davor habe ich sehr viel historische Romane gelesen und auch Krimis und Thriller. Und jetzt, wo ich wieder anfange mit Lesen, ist das definitiv auch noch der Fall. Also historische Romane, Krimis und Thriller. Da sehr, sehr gern in die Richtung Militär, Krieg, Spionage, Politik so ein bisschen, also zum Beispiel Tom Clancy habe ich schon oft erwähnt, das ist so genau mein Ding.
Und dann habe ich jetzt natürlich auch angefangen, Jugendromane zu lesen und da hauptsächlich Fantasy und ich werde auch auf jeden Fall Sci-Fi und Dystopien anfangen zu lesen. Das interessiert mich auch sehr, aber jetzt so Liebesromane oder alles, was so contemporary einfach ist, spricht mich jetzt nicht so an. Ich werde bestimmt auch solche Bücher lesen, aber für mich ist im Endeffekt, wenn es um Jugendromane geht, Fantasy und auch Science-Fiction und Dystopien. Und wenn es um Erwachsenenromane geht, historische Romane und Krimis, Thriller, sowas in die Richtung. Die nächste Frage ist, wer ist dein Lieblingsautor? Und auch das ist wieder schwer für mich, weil ich ja gerade erst wirklich wieder angefangen habe, sag ich mal. Klar, irgendwie zu fast allen dieser Fragen oder allen Fragen, die man mir über Bücher stellen kann, wer ist da am besten, was ist die beste Figur, was ist die schlechteste Figur, immer hin und her, es wird immer irgendwie, könnte immer irgendwie auf Harry Potter rauslaufen. Und natürlich ist J.K. Rowling einfach meine Queen, meine Heldin. Ich habe jetzt aber probiert, mir auch noch darüber Gedanken zu machen, wen es denn noch so gibt. Und früher würde ich definitiv sagen, war das zum Beispiel Ken Follett. Und auch Barbara Wood habe ich sehr gerne gelesen. Jetzt ist auf jeden Fall auch Sarah J. Maas. Also ich lese gerade, oder ich habe gerade beendet, oder noch nicht beendet, weil das letzte Buch erst im September rauskommt, die Throne of Glass Serie. Und die habe ich einfach geliebt und ich freue mich schon total auf den letzten Teil natürlich und auch auf die A Court of Thrones and Roses Series. Und ja, also Sarah J. Maas ist auf jeden Fall auch wirklich super. Dann, was liest du gerade? Gerade lese ich. Und zwar als Hörbuch habe ich jetzt wieder angefangen gestern mit Hollow City, also Miss Peregrines Stadt der besonderen Kinder. Die Serie gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber ich habe das erste Buch gelesen, auch das zweite angefangen Ende letzten Jahres und habe gedacht, jetzt beende ich das als Hörbuch, dann geht das irgendwie schneller. Und ja, das höre ich gerade als Hörbuch und als richtiges Buch oder als Nicht-Hörbuch lese ich gerade The Wrath and the Dawn, also Zorn und Morgenröte von René Adier. Dann lese ich Die Rote Löwin von Thomas Cibula und Quests of the Kings von Robert Everett. Bei mir ist es so, eigentlich mag ich es nicht, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen. Also abgesehen von Hörbüchern, die gehen bei mir immer nebenher. Aber so ist es eigentlich, ich fange ein Buch an und wenn ich halt gerade vielleicht keine Lust auf das habe oder so, fange ich ein anderes an und lese dann das andere. Deswegen habe ich auch öfters mehrere in meinem Currently Reading Regal bei Goodreads. Aber ich wechsle nicht wirklich so hin und her die ganze Zeit. Also jetzt lese ich ein bisschen in dem Buch und ein bisschen in dem Buch und dann wieder ein bisschen in dem. Das mag ich eigentlich nicht so. Aber ich habe jetzt ein Buch auf meinem Kindle, also Die Rote Löwin bei Thomas Cibula. Das ist eigentlich so mein Hauptbuch, das ich lese. Dann habe ich auf meinem Handy Quests for the Kings, weil ich manchmal nicht die Gelegenheit habe, mein Kindle rauszuholen, aber trotzdem lesen möchte. Und dann habe ich einfach ein anderes Buch auf meinem Handy. Deswegen lese ich diese beiden parallel und das ist eigentlich immer so drei Bücher, die ich auf jeden Fall lese, ein Hörbuch, ein Hauptbuch auf meinem Kindle und ein Buch auf meinem Handy. Das ist wie gesagt noch The Wrath and the Dawn und das ist mein erstes richtiges Buch seit langem, das ich lese, also kein E-Book. Und das lese ich jetzt auch noch einfach nebenher für zu Hause. Also wenn ich zu Hause bin, lese ich das. Jetzt die Woche habe ich Urlaub, deswegen werde ich das wahrscheinlich in den nächsten Tagen fertig lesen. Aber ich werde auch immer, wenn ich ein richtiges Buch lesen sollte in Zukunft, weil ich werde mir jetzt wahrscheinlich auch wieder mehr Bücher lesen, mehr Bücher kaufen, trotzdem noch ein E-Book nebenher lesen, weil ich es einfach nicht unbedingt mag, richtige Bücher mitzunehmen, weil ich gerne kleine Taschen habe und es natürlich auch schwer ist. Dann die nächste Frage ist eine Entweder-Oder-Frage oder besser gesagt drei Entweder-Oder-Fragen. Das erste ist Hardcover oder Paperback. Da muss ich sagen, es ist mir egal. Natürlich ist ein Paperback einfacher zu mitnehmen, aber ich möchte meine Bücher sowieso nicht wirklich mitnehmen. Dafür habe ich ja mein Kindle. Und ja, ich würde einfach sagen, bei mir kommt es drauf an, welches Cover mir besser gefällt. Ich habe da keine Präferenz. Das zweite ist E-Book oder richtiges Buch und das ist auch ziemlich schwer für mich, weil eigentlich habe ich gerne richtige Bücher. Es ist einfach schön, die Bücher im Regal stehen zu haben und sie rausholen zu können. Ja, also richtige Bücher gefallen mir eigentlich. Das Gute an einem E-Book aber ist, dass man halt sein Kindle immer mitnehmen kann. Also wie gesagt, ich habe gerne kleine Taschen und habe eigentlich immer ein Buch dabei und den Kindle kann ich einfach überall reinschmeißen. Und wenn mein Buch fertig ist und ich bin unterwegs, kann ich einfach das nächste anfangen. Und das sind alles so Sachen, die halt mit einem richtigen Buch nicht gehen. Oder vor allem, wenn man in den Urlaub geht, hat man eigentlich alle Bücher dabei auf dem Kindle und wenn nicht, müsste man sich halt entscheiden. Deswegen würde ich fast sagen, E-Books einfach für den Komfort. Aber natürlich, ein richtiges Buch ist schon was Tolles. Das letzte ist Ausleihen oder selber haben. Da ist für mich ganz klar selber haben. Ich bin einfach jemand, der sammelt gern.
alles, was mich so interessiert, habe ich gern auch für mich, sei das Make-up, Klamotten, Bücher, ja. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als die ganzen Bücher wirklich selber zu haben, finde ich, im Regal stehen zu haben. Und vor allem kann man dann halt immer entscheiden, was man gerade lesen möchte. Man muss nicht schauen, habe ich es ausgeliehen oder muss ich erst in die Bibliothek gehen? Muss ich mich beeilen, es zu lesen, weil ich es wieder zurückgeben muss? Das fällt alles halt weg, wenn man ein Buch selber hat. Aber natürlich, ich lese sehr viele Bücher, die ich nicht selber habe, weil ich habe nicht das Geld, mir alle Bücher, die ich gerne hätte, selber zu kaufen. Ich denke, den meisten von euch wird es genauso gehen. Aber wenn ich mich wirklich entscheiden müsste und halt auch wirklich die Möglichkeit hätte, wäre es natürlich selber haben. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, für den Rest meines Lebens nur eins von beiden haben zu können, dann wäre es natürlich ausleihen, weil natürlich habe ich da eine viel größere Auswahlmöglichkeit einfach. Die letzte Frage ist, was für besondere Sachen kannst du zu BookTube beitragen oder bringst du mit für BookTube? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nichts. Also es ist einfach so, ich finde BookTube ist so wie fast alles andere auch auf YouTube eine riesen Community und es gibt einfach schon alles und man kann das Rad nicht mehr neu erfinden. Und ich denke, das Tolle ist ja, dass jeder so seine eigene Persönlichkeit hat und natürlich bin ich eine andere Persönlichkeit als alle anderen auf BookTube, genauso wie jeder andere auch. Und natürlich, ich habe andere Geschmäcker als andere Leute und vielleicht hört ihr bei mir mal Meinungen, die es sonst nicht gibt oder vielleicht gefällt euch meine Personalität oder vielleicht gefällt euch meine Persönlichkeit irgendwie besser als Persönlichkeit von anderen oder auch schlechter, wie auch immer. Aber außer diese Sachen, meine eigene Meinung und meine Persönlichkeit ist, kann ich gar nichts, wüsste ich gar nicht, was ich oder auch irgendwer anders Einmaliges oder Besonderes zu BookTube oder zu irgendeiner ähnlichen Community beisteuern können. Es gibt auch irgendwie kaum Videos, die man noch erfinden kann, weil es gibt ja schon alles. Also deswegen würde ich sagen, was ich mitbringe, ist mein Geschmack und meine Persönlichkeit, aber ja. Also würde ich sagen, das, was ich BookTube mitbringe, ist einfach mein Geschmack, meine Persönlichkeit, wer ich bin. Aber sonst habe ich kein besonderes Talent oder irgendwas, das ich jetzt BookTube bringen könnte. Aber ich finde, das ist auch gar nicht wichtig. Wie gesagt, es gibt sowieso schon alles. Wenn es danach ginge, könnten wir vielleicht nur 3 BookTuber oder so haben oder generell nur 3 YouTuber in jeder Sparte, weil so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen und ihr habt das über mich gelernt, was ihr vielleicht noch nicht wusstet oder was euch interessiert hat. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst. Beantwortet gerne die Fragen von dem Tag, was ihr darüber denkt. Und natürlich freue ich mich immer, wenn ihr mich abonniert oder mir einen Daumen hoch gebt. Ich habe für diesen Tag keinen originalen Creator, weil das Originalvideo war zwar in dem Video verlinkt, das ich gefunden habe, aber dieses Originalvideo gab es nicht mehr. Also wenn man auf den Link drauf ist, kam da kein Video. Und das ist, der Tag ist auch ein bisschen anders als der andere Newbie-Tag, der irgendwie auf BookTube unterwegs ist. Deswegen weiß ich leider nicht. Wenn aber jemand von euch weiß, wer diesen Tag erfunden hat, dann sagt mir das, dann verlinke ich die Person natürlich sehr gerne. Außerdem wurde ich nicht getaggt für diesen Tag, weil ich bin noch ganz neu, ich kenne niemanden, mich taggt noch niemand. Aber ich dachte, es ist trotzdem eine gute Idee, das genau jetzt am Anfang zu machen und ich tagge einfach jeden, der das machen möchte. Tschüss!